Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC auf der Kernstadt. Natürlich hier erstmal Tiere sauber machen heute, wie wir das gestern gesagt haben. Und dann müssen wir auch die Tiere versorgen. Die Schweine sind ja schon sauber. Das waren jetzt hier die Schafe beide. Wir fahren mal ja schnell hinten an der Rinderzucht vorbei, einfach nur ans Display zu gucken. Ob wir da irgendwas unternehmen müssen. Wir haben 78 Rinder, die können weggefahren werden. Input-technisch sieht alles noch gut aus. Also das können wir noch so lassen. So, dann machen wir noch unsere Kühe sauber und dann werden wir uns auch ein anderes Fahrzeug schnappen. Hoffentlich habe ich eins. Ja, theoretisch müsste doch auch mal der Sirupfahrer fertig sein. Ach nee, am Hofsilo steht ja noch ein LKW, den wir dann nehmen können. Denn wir werden einmal mit dem großen Wasserfass fahren. So, dort ist der Trecker angekommen, wo wir auch gesehen hatten, dass da wenig Diesel drin hatte. So, er kann wieder zurück zum Feld 6. Oder schickt man auf Feld 6 Abfahrer. Das können wir natürlich auch machen. Da stehen wir den Kalksteuer dann nicht im Weg. Er muss definitiv warten, bis wir das Feld gekalkt haben. Den müssten wir auch langsam einstellen, oder könnte man langsam einstellen, den Kalkstreuer. Also ich hoffe, dass wir die Silage auch gleich wieder reinkriegen hier. Dann kann er erstmal weg, also wieder in seine Garage. Aber mir steht schon wieder der Zuckerrohrernter zu lange rum. Ach doch, dort fährt einer hin, okay. Ja, eigentlich wollten wir auch noch messen. Das werden wir auch gleich noch tun. Also die Feuchtigkeit. Wir haben ja mit 27% sind wir ja kurz vor 8 Uhr gestartet. Ne? Weil dass es noch zu feucht ist, ist klar. Es steht ja oben noch da. Ne? %25. Also brauchen wir mindestens noch 5 Stunden. Ne? Also mit anderen Worten, gegen 14, 15 Uhr. Eher wird hier nichts passieren, denke ich mal, Nachmittag hin. Weiß nicht, ob wir vorher schon Zeit runternehmen, aber eigentlich möchte ich es fast nicht machen, denn einmal wollen wir ja weiter vorankommen in der Zeit und die zweite Seite ist ja, meine Zuckerrohr werden wir schon, das können wir eigentlich gleich mal machen. Weiß nicht, fährt einer noch in die Raffinerie, ja, in die Destillerie, ja.
So, Zuckerrohr ist da, wo drin, wo Zuckerrohr dran steht. Ich sehe es wieder nicht, kann nicht wahr sein. Da unten Zuckerrohr. 1.072.000 haben wir schon hier. Bei einer Destillerie wird alles voll stehen. Wir hatten jetzt noch was angeliefert, sodass Rum produziert werden konnte. Also Sirup hat mal angeliefert. Apropos, wo ist denn überhaupt der Fahrer? Der müsste doch mit den zwei Touren mal fertig sein. So, erstmal Stroh. Der wird natürlich hier oben stehen, oder? Nee. Das kann doch nicht sein, dass der so lange braucht, um zweimal in der Destille was anzuliefern. Ich denke mal, dort ist ein Problem. Wieso kommt er heute hier nicht dran vorbei? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie viel hat denn überhaupt angeliefert? Also wir haben es ja beim letzten Mal auch automatisch anliefern lassen. 228.000. Also es wird definitiv in... oh, hier rum. Können wir Krog machen. Alles voll. Es wird aber definitiv... Da hat sich ja schön verkeilt hier. Er muss aber was hergebracht haben, oder kann das damit hängen? Nee, dann hätten wir ja nicht über 2... Oh, bleib mal an der Seite hängen, gibt's doch nicht. Hätten wir ja nicht über 200.000 Liter da, ne? Ich würde sagen, das funktioniert hier irgendwie nicht so richtig. Mit der Strecke, was hier eingefahren ist, das geht zu kurz rum hier. Er steht dann hier am Abladepunkt und kommt hier eigentlich nicht weiter. Das müssen wir ändern. Wenn das er hier so durch den Gegenverkehr oder er hat heute mitgekommen von Zuckerrohrfahrern und deshalb abgelenkt worden. Weil er muss ja die 200.000 Liter schon mal hergebracht haben. Ne? Gut, das mache ich jetzt endlich nicht. Das lasse ich so. Wir werden ihn losschicken, dass er nochmal 4 Ladungen, also auch 200.000 Liter, in die Bonbonfabrik fährt. Denn wie sieht es denn dort aus? Können wir gleich mal gucken. Steuerung G. Also sieht erstmal so aus, dass wir überall Output voll haben. Zucker, Sahne. Ach nee, wir brauchen ja Sahne. Wir brauchen doch Sahne. Wir brauchen doch nicht Zuckersirup. Den Zuckersirup brauchen wir doch nur in... in der Brennerei. Wie viel Sahne haben wir? Milchwerk. Sahne haben wir 531.000. Dann wird er 4 Ladungen Sahne holen runter in die Bonbonfabrik. Sahne anliefern und natürlich Sahne. So, wir brauchen unseren anderen LKW, wir wollten Stroh fahren. Beziehungsweise
Habe ich jetzt wieder eine Sache vergessen? Machen wir gleich noch. Destillerie, wie viel ist denn jetzt hier drin? Ein Zuckerrohr. Habe ich überhaupt nicht hingeguckt. Wir haben jetzt hier Zuckerrohr 510 da. Die lassen wir weiterfahren. Da haben wir ja schon fast über 1,5 Millionen jetzt schon geerntet. Müssen wir gucken. Meine gut, wir können das Zuckerrohr ja auch im Zuckerwerk verarbeiten, ne? Obwohl wir auch reichlich Zuckerrüben haben. So, erstmal Tiere weiter versorgen hier. Tiere ist natürlich auch ein gutes Stichwort, ne? Gucken wir auch gleich nochmal ins Tiermenü rein. Es gibt jetzt endlich Milch, ne? Wir haben Zuwachs bekommen bei den Kühen und wir kriegen jetzt endlich Milch, ne? Also zwei Seasons dauert das. Ich möchte meinen, dass es über zwei Seasons waren. Aber wir bekommen endlich Milch. Stroh, nicht Futter. So, dann gibt es jetzt nochmal Gras. Oder beziehungsweise machen erst Mischrationen, dann nochmal Gras. Wobei wir Mischrationen vielleicht unten im Futterwerk holen sollten, oder? Und 16.000 Mischfutter, ne, können wir hier machen. Wie viel werden wir brauchen? Wir brauchen fast einen Hänger voll. Das reicht auch. Na gut, die 4.000 werden jetzt auch nicht der entscheidende Punkt gewesen, aber die 92.000 sind ja etwas über der Hälfte. So optisch jedenfalls, kann mich natürlich total täuschen, ne? Und da vorne wartet schon wieder eine Kuh auf uns, mitten auf dem Weg. So, Wasser, das war klar. Ne? Hier Silage oder das müssen wir nicht reinmachen, das passt soweit. Weine brauchen auch bloß noch Wasser, genauso wie die Schafe. Aber die Schafe kriegen auch noch eine Runde Gras. Da müsste eigentlich 100.000 Liter müssten noch reichen für beide Schafställe. Ne? Beziehungsweise können wir auch Heu mitnehmen. Das haben wir doch bestimmt auch hier eingelagert, oder? Ja, genau. Wenn es wird hier auch unten Heu produziert, da hat man auch mal Gras reingefahren hier in der Heutrocknung. Können wir auch eine Runde Heu mitnehmen. Ach so, und dann wollten wir hier oben Galgstreuer in Gang setzen. Ne? Das haben wir ja wieder total vergessen. So, er lädt sich natürlich in Kurs 06...
Balken 18 Meter. Ne? Beginnt am ersten Wegpunkt. Nimmt Auto 3 zum Öffel. 06 Threshers eingestellt. Dann kann er eigentlich hier locker flockig anfangen. Oh, er lässt hier natürlich was stehen. Da müssen wir nochmal nacharbeiten. Und unser LKW, den haben wir hier stehen lassen. Wir müssen auch nach unseren Holmer gucken. Ob der dann langsam ins Vorgewende übergeht. Dass wir dort einen neuen Kurs generieren auf Feld 25 nur mit 6 Vorgewänden, dass wir die Ecken richtig kriegen. Obwohl es eigentlich nicht drauf ankommt, erntetechnisch. Wir lassen einfach so laufen. Ja, Butter wollten wir hinbringen. Und das passte doch nicht, ne? Das passte doch nicht. Mal gucken, ob wir hier einen Trigger erwischen. Ja, der geht ja zum Glück bis hier raus, ne? Hier muss er doch auch bis rausgehen. Da ist er. So, dann werden wir noch eine Runde Wasser machen. Ach so, ja, eine Runde Wasser ist eine gute Sache, ne? Wie fahren wir das Wasser mit was? Das Fass ist hier unterwegs, um Sirup zu fahren. Nur das Güllefass hier ausspülen. Gar nichts mehr drin. Zum Glück. Der Deckel war auch offen, also es ist ausgedunstet. Ja, da sind es heute nur noch 54 Tage, glaube ich, bis LS22. Ne? Denn wir sind ja heute hier, das ist ja auch die 750. Folge. Ne? Ja, mal schauen, wie das dann wird im 22er. Ahem.
So. Kuhstall. Wo werden wir nochmal Wasser fahren müssen? Weine. Würden 50.000 Liter, denke ich mal, reichen. Dafür ist nichts Problem. So, den lassen wir hier abladen. Warum wird denn der Holmer schon noch nicht entladen? Aber da verstehe ich jetzt nicht. Ich sehe nichts. Warum er nicht rückwärts rangiert? Doch, jetzt macht er das. Ja, aber wenn er nicht wegfährt, ein Stück weglenkt, dann wird das nix, ne? Achso, jetzt sitze ich im Trecker drin. Wenn ich natürlich jetzt einen Trecker rausnehme, wird das auch nichts. Wenn ich jetzt aussteige und geradeaus vorlaufe, erwische ich dann Holmer. Ich bin erstmal im Feld raus hier. Warum er nur so stur da drauf gerade fährt, weiß ich auch nicht. So, das müsste jetzt funktionieren. So, das ist der LKW. Oh ne, hat sogar gereicht das Wasser, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann hier einmal auffüllen, dann geht's zum Schwein. Obwohl wir ein Schwein drüben auch auffüllen könnten. Können wir auch gleich rüberfahren. Der Wasserpreis ist ja überall derselbe. Oder, mal sehen wir her. Ich wollte sagen, erst auskippen, aber wenn das reicht sowieso nicht, dann müssen wir sowieso nochmal auskippen und nochmal auffüllen. Denn mit der halbvollen Tank zum Schafen, das ist auch zu wenig. Können wir auch gleich auffüllen. So, wie weit ist denn das hier unten an Kartoffeln mittlerweile? Oder funktioniert das jetzt hier mit den drei Abfahrern? Ja, der T8 holt sich gerade was, haben wir überhaupt nicht wieder hingeguckt, ne? Aber das sieht eigentlich relativ gut aus, weil der T8 wird gerade überladen und hier kommt erst ein Deutsch zurück, also das hätten wir vielleicht schon doch eher machen sollen. Genau, er kriegt jetzt hier Kartoffeln, der T8. Ja, da vorne der Deutsche ist angekommen, also das ist schon, das hätten wir vielleicht schon eher tun sollen. Aber gut, dann ist es so. So, halt, dorthin wollte ich. Schweinestall. Wie sieht das hier oben aus? Das sieht aber, ich denke mal, ganz gut aus, dass das hier funktioniert. So, den kleinsten Schlauch hier angeschlossen, ne?
versorgt. Weiß nicht, wir hatten ja gestrigen in dem Tag nur sauber gemacht, ne? Da hatten wir irgendwo hatten wir ein bisschen Futter hingebracht, ne? Deckel zumachen, ja. Nicht, dass noch was rausschwappt. So, jetzt müssen wir aber hier oben hin, am Wassertrog, ne? Alles im grünen Bereich. Die paar Liter Wasser gibt es hier noch. Den Rest, den füllen wir unten in der Rinderzucht. Da hatten wir ja geguckt, da müssen wir auch nichts weiter einfüllen. Tiere könnten wir dort noch abholen. Ne? Hier müsste zwar nichts rein, aber wir werden einfach unseren Trailer leer machen. Ne? Hier hinten ist noch genug drin, sieht man an der Säule. Aber da ist ein wenig unser Trailer leer. Ja, wollen wir noch mal messen gehen derzeit? %. Naja. Das wird 14 Uhr, wie ich da schon gesagt habe. Erstmal noch Prozent pro Stunde. Mehr kriegt man da nicht weg. Halt, wo bin ich denn? Hier bin ich mit dem LKW. Mehr wird es leider nicht abtrocknen. Meine Windgeschwindigkeit, darum hatte ich vorhin nochmal geguckt, kurz, ja, die nimmt nicht merklich zu, ne? Ich meine, klar, 9,8 und 10,0, ja, es ist 0,2, das sieht viel aus, ne, auch, ist ja bloß 0,2. Die nimmt natürlich ab 12 Uhr zu, aber wir haben ja schon 9,7, also von daher, mehr wird es nicht trocknen oder schneller. So, letzten 1000 Liter hier raus, leer. Dann schaffen wir ihn zum Hof zurück.
So, wir nehmen 4 Trailer und schaffen dann nochmal Rinder zum Schlachter. Aber das werden wir dann erst morgen machen, denn Folge für heute, Folge 57, ist natürlich auch schon wieder um. Ne? Also ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wird mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Wie gewohnt, 13 Uhr. Am Donnerstag geht's dann weiter. Bis dahin und tschüss.